Hallo, heute hat die Blow Door Tagung 2017 hier stattgefunden. Organisator ist Michael Werli. Was war das Besondere für dich? Ich glaube, das Besondere war, dass wir viele aktuelle Themen aufgenommen haben, nicht nur für Messdienstleister, sondern allgemein zum Thema Luftdichtheit. Und dass wir da wirklich den Nerv getroffen haben. Die gute Stimmung war offensichtlich, aber was war so ein Thema, wo du denkst, zum Glück haben wir endlich das mal auf eine Tagesordnung gebracht? Bei den Themen der Tagung geht es mir eigentlich immer darum, die Diskussion weiterzubringen. Und ein wichtiger Punkt war dort unsere neue Richtlinie Luftdichtheit Minergie. Die wurde hier das erste Mal vorgestellt. Aber wir haben auch ganz viele spezielle Themen, zum Beispiel Radon und Luftdichtheit. Wir haben Kühlräume und Luftdichtheit, Reinräume und Luftdichtheit. Und das waren Themen, die man so noch nicht gekannt hat. Also man wusste schon ungefähr so, wie das geht, aber das hat die Diskussion weitergebracht. Und das war das eigentlich Spannende daran. Was war das Spannende bei Luftdichtung Minergie, was heute vorgestellt worden ist? Was wird anders? Diese neue Vorschrift wird sich neu jetzt nicht nur auf die Messdienstleister ausrichten, sondern sie wird allgemein den Planer, den Handwerker, den Bauherrn auch mit einbeziehen. Wir haben das Luftdichtheitskonzept als solches neu mit drin bei Minergie als Pflicht. Und da mussten wir natürlich auch irgendwie sagen, wie das geht und was da gefordert ist. Dann Dankeschön. Was ist, Holger, mit dir? Du bist als Referent extra angereist aus Süddeutschland. Was war das Besondere? Ich denke auch die vielschichtigen Vorträge, Michael hat es ja schon gesagt. Das mit den Reinräumen fand ich sehr spannend. Diese ganzen Kühlgeschichten, also dem ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Mein Thema war ja die neue Norm ISO 9972, nach der in der Schweiz gemessen wird. Und da war auch großes Interesse und hat sich eigentlich sehr gut ergänzt. Das Programm war sehr gut aufgebaut, weil ein Vortrag auf dem anderen quasi aufgebaut hat. Und mein Vortrag zum Beispiel das mit den Richtlinien, mit der Relumi vorweggenommen hat, also die Grundlage, und das war einfach perfekt. Du bist ja selber Messdienstleister. Hast du das Gefühl irgendwie, es wird sich was ändern, auch in deiner Arbeit, oder es gibt ein neues Arbeitsfeld, wo du dich dann irgendwie ausweiten kannst? Da denke ich, wenn das mit dem Radon mehr in die Diskussion kommt, das haben wir ja schon eigentlich seit vielen Jahren, wo das ab und zu mal Thema ist, von der Gesundheitsgefährdung, dann ist da sicher was zu tun. Wir haben mehr und mehr industrielle Bereiche, die gemessen werden sollten, und eigentlich, wie auch hier dargestellt wurde, ist auch meine Erfahrung, furchtbar undicht sind. Reinräume, irgendwelche Safe-Haven-Bereiche in Industrieanlagen, die einfach mit Überdruck gefahren werden, was wahrscheinlich so gar nicht funktioniert. Da ist schon, oder Krankenhäuser war ja auch Thema, da ist einiges aufzuholen und da ist sicher was zu tun. Okay, danke schön. Alle Videos werdet ihr auf thetech.ch finden. Und zwar haben wir alle Vorträge mitgefilmt, wir haben Fotos gemacht und Interviews gemacht, und alles findet man dann bald auf der Homepage von Thermografie und Blauerdorf Verband. Und der bedankt sich recht herzlich bei Proklima TV. Dankeschön. Danke an das Känguru. Tschüss. Oder wie hast du es erlebt? Ich interviewe ihn hier. Du darfst nicht zurückfragen. Danke an das Känguru.